Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Dybon Action 4, wo ich den Level Editor erkläre. In diesem Teil wird es um Events gehen, also etwas sehr Wichtiges für das Level Design, damit mehr Leben reinkommt und man nicht nur statische Blöcke in der Gegend rumstehen hat. Als erstes möchte ich aber noch einen Verweis auf die Website liefern. Hier habe ich ein Tutorial erstellt, wo ich sämtliche Sachen, die ich auch in Videos erklären werde, als Anleitung geschrieben habe, hier jetzt auf Englisch, wo dann halt Blöcke, Objekte, Gegner und so weiter beschrieben werden. Ist noch nicht vollständig, zum Beispiel nach diesem Video werde ich die Events hinzufügen, bebildert, sodass man leicht sehen kann, wie was aufgebaut ist, damit wirklich es jeder schafft, ein Level zusammenzubauen. Na gut, das als Einstieg. Wechseln wir mal in den Editor rein, bauen uns erstmal so ein typisches Grundgerüst. So, da werde ich jetzt nichts mehr zu erklären, wie ich das aufbaue. Das haben wir in vorherigen Videos schon gesehen. Hier ist natürlich wieder langsam durch das Video aufnehmen. Noch den Startpunkt ändern. Also mal hier. Und schon mal speichern. Da mal nicht hin. So. Wir nehmen uns jetzt mal was Besonderes. Und zwar hier dieses Katapult. Das ist ja in der Objekt-Toolbox. Das heißt, es verhält sich so wie eine Münze normal. Man kann das aufsammeln. Man kann das aufsammeln. Es kann bouncen mit einer bestimmten Frequenz, so wie Münzen. Frage ist natürlich, warum jetzt ein Katapult sich wie Münzen verhält. Das ist ganz einfach. Ich habe intern nur drei Strukturen, nämlich eben Objekte, Gegner und Blöcke, damit das Ganze recht einfach gehalten wird und man nicht für jeden Bla irgendwie eine neue Kategorie hat. So, und halt, das passt jetzt am besten in die Objekte-Kategorie. Das macht aber nichts, dass das jetzt wie eine Münze ist. Wir können diese Münzeigenschaften abstellen und das Katapult auch zu einem Katapult machen. Und das ist der Sinn der Events oder der Eigenschaften generell, dass die Sachen intern halt wesentlich weniger, dass es intern überhaupt nicht weiß, was es ist. Es ist für den eine Textur, in diesem Fall diese Katapulttextur oder die Münztextur. Und dass wir das Leben auf dieses Ding erst durch die Events projizieren, damit das Spiel erst dann weiß, was es ist, weil der Sinn ist, ich möchte den Editor demnächst dahin erweitern, dass man eigene Texturen einbinden kann und nicht nur die vorgegebenen. Und ja, wenn man dann halt zig Kategorien hat, wird es irgendwann kompliziert. So, also fangen wir mit dem Katapult an. So, dieses Katapult, wie gesagt, würde man jetzt aufsammeln können. Ist jetzt nicht so der Sinn. Deshalb stellen wir uns das mal so um, dass es sich verhält, wie wir wollen. Haben wir hier dieses Collectable-Attribut. Das setzen wir mal auf False. Und jetzt kann das nicht mehr eingesammelt werden. Jetzt macht es aber auch nichts anderes. Es steht einfach schön als Deko in der Gegend rum. Jetzt sehen wir hier noch so ein Deadly-Attribut. Damit könnten wir es jetzt ein nicht so freundliches Katapult erzeugen. Aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen uns um die Events kümmern. Dazu haben wir hier und auch bei den Gegnern und bei den Blöcken, ich werde mal hier gerade so einen Block an, haben wir hier so ein Eventfeld. In diesem Eventfeld können wir mit Klick auf diese drei Punkten-Button, irgendwie so ein Datei-Öffnen-Button, öffnet sich hier so ein neuer Collection-Editor. Und in diesem Editor können wir jetzt unsere Events festlegen. Dazu möchte ich noch kurz erklären, wie Events aufgebaut sind. Dazu habe ich hier mal ein schönes Bildchen gemalt, beziehungsweise das Bild hatte ich schon vorher, aber gut, jetzt kann ich es gerade selbst nicht mehr lesen. Da muss ich es mir mal eben hier hinten öffnen. Das ist auf jeden Fall jetzt die Sicht aus der internen Struktur. Das heißt, so wie es intern aufgebaut ist, aber das macht, denke ich, nichts. Man sieht recht gut, was man einstellen soll. Jetzt muss ich eben noch warten, weil das Öffnen dauert ein wenig. Hätte ich am besten vorher gemacht.
dauert immer noch. So, jetzt habe ich es geöffnet. Wir sehen oben links Tile Gem Enemy. Das soll das soll dafür stehen, dass halt jeder dieser Dinger Events haben kann. Dann sehen wir, also sehen wir dann, dass sie ein Event hat. Ein Event hat als Attribut lediglich einen Namen zur Identifikation. Irgendwie lasse Blöcke fallen oder so könnte das heißen. Einem Event wird eine Activation Area zugeordnet, das heißt, wann wird das Event aktiviert, getriggert. Da haben wir immer, also aus jeder Bewegungsrichtung, Bottom, Left, Right, Top. Das ist immer von dem Objekt ausgehend, also Bottom wäre unten, also für den Spieler von unten gegen springen, also vom am Kopf des Spielers. Das ist halt immer so ein bisschen aufpassen. Und zusätzlich halt noch Key Down pressed, wenn die Falltaste runter oder am Gamepad, weiß ich gerade nicht, welche Taste gedrückt wird. Ja, und Always halt aus allen Richtungen. Ja, die paar gibt es da. Dann ist einem Event bestimmte Eventvektoren zugeordnet. Diese Eventvektoren bestimmen die eigentliche Aktion, die durchgeführt wird. Dafür hat der Eventvektor wieder eine Eigenschaft Event Action und die Action steht halt für vorgefertigte Aktion. Hier muss man ganz klar vorgefertigte Sachen nehmen, weil wie will man es anders realisieren? Es gibt in dem Spiel auch noch Skripts, also man kann sich Events skripten, dazu kommen wir aber später noch. Ist auch noch nicht ganz so ausgereift, also fangen wir erstmal mit den Events an. Die haben wir jetzt hier in der Auflistung. Speichern wir das vorlesen. Haben wir verschiedene Sachen. Teilweise sind welche doppelt belegt. Am Beispiel Show könnte ich das mal geben. Show macht irgendwie Sachen sichtbar, die versteckt sind. Aktiviert aber auch irgendwie Fallen oder so. Das ist, boah, habe ich mir halt ein paar Sachen gespart. Also immer nur bei Sachen, die halt ein Aufzug kann vorher nicht versteckt sein, wird halt mit Show aktiviert und mit Hide deaktiviert in diesem Fall, weil ein Aufzug halt keine Sichtbarkeitsattribute hat, von daher ja, ist diese Doppelbelegung möglich. Dann wählt man eine von diesen Event-Aktionen aus und die bezieht sich dann auf die Attribute wieder in dem Event-Vektor. Da haben wir einmal ein Objekt, damit kann man ein Objekt angeben, wie jetzt zum Beispiel, wenn man seinen Gegner benannt hat, kann man den dann hier eingeben, zeige ich auch noch, wie man das macht. Oder man kann, falls es sich um Block handelt, hier die X- und Y-Koordinate angeben. So, das jetzt erstmal als Vorwissen und wechseln wir mal wieder in den Editor zurück. Sind wieder bei unserem Event Collection Editor und sagen einfach mal Add. Dann sieht man hier direkt schon, es wurde ein Event hinzugefügt. Sieht man genau diese Struktur, die ich gerade gezeigt habe, sieht man jetzt hier als Eigenschaften. Activation Area machen wir jetzt einmal Key Down Pressed, weil damit kann man schön sehen. Und Name. Muss man nicht vergeben, kann man vergeben. Ja. Event Vectors, jetzt geht es eine Stufe drunter, also was die wirklich Event festlegt. Wieder mit dem 3-Punkte-Button. Gehen wir wieder rein, öffnet sich ein weiterer Editor. Und hier können wir jetzt die einzelnen Aktionen festlegen. Schon mal drauf gedrückt. Event Action. Wir wollen jetzt, dass, wenn man auf unser Katapult draufkommt oder reinkommt oder so, dass der Spieler nach oben katapultiert wird. Das ist in diesem Fall die Eigenschaft Jump. Ach, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich werde dann in dem Tutorial, was ich eingangs gezeigt habe, die einzelnen Event Actions noch erklären, dann muss ich die in dem Video nicht alle vorstellen. Dann kann man das schön schnell nachlesen. Die Folgen da auf der Seite. So, dann haben wir jetzt hier einmal Jump. Jump braucht keine weiteren Eigenschaften, man wird nach oben katapultiert, fertig, ist auf den Spieler bezogen, braucht also kein Objekt und keine XY-Koordinaten angeben. Okay. Okay. Das heißt, wenn der Spieler hier drauf kommt, werden wir nach oben geschleudert.
Das Ganze werden wir jetzt mal testen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Video aufnehmen. Kommt schon mal auf die falsche Seite. So. Huch, ich habe nicht gespeichert. Da muss man auch immer denken, vorher zu speichern. So, das Ganze sieht schon besser aus. Als Spieler, wir können bewegen. Können uns reinstellen. Ach, jetzt habe ich hier noch was vergessen. Bei diesen Objekten ist die Aktivierungsrichtung ausgeschaltet, das heißt, es wird immer aktiviert. Deshalb müssen wir jetzt hier keine Taste runterdrücken und wir sehen jedes Mal, wenn der Spieler in die Nähe des Katapult kommt, werden wir hochgeschleudert. Also das funktioniert schon mal. Wenn wir den Debug-Modus anschalten, das ist mit B möglich, dann öffnet sich hier zusätzlich eine Konsole und die Bounding-Boxen werden fällig. Dann kann man, wenn man ein Event auslöst, direkt sehen, Event triggert. Direkt sehen, aha, ist was passiert. Wenn da nichts steht, hat man irgendwie die Richtung falsch eingestellt. Oder ist es irgendwie sonst noch was falsch? Man hat vergessen zu speichern oder so. Auf jeden Fall, das ist schon mal eine der Sachen, wo man recht schnell feststellen kann, ob das passt oder nicht. So, das war jetzt mal das Katapult. Dann könnten wir noch irgendwie... Na, bauen wir uns mal hier oben was hin. Wie so eine Steinwand. Steinmauer. So. Ich meine gerade, das ist doof, was wir da gemacht haben. Weil da kommen wir gar nicht hoch. Bauen wir uns also hier noch eine schöne Treppe. Und wir wollen jetzt, wenn wir hier auf den ersten Stein sind, dass, ich sag mal, der letzte Stein runterplumpst oder so. Dann machen wir hier vorne für den ersten Stein ein Event. Plumps. Und geben mal als... Gehen wir mal, jetzt machen wir mal Key Down Press. Und machen Fall Down. Fall, Fall Down, Fall Down, Fall Down. Da. Und geben jetzt die Koordinate an. Die Koordinate, wenn wir mit der Maus drüber fahren, sehen wir hier oben. In diesem 16, 8, also 16x, 8y. Kann man gerne mehr nachzählen. So, Fall Down. Speichern. Ich sollte mal das STRG-S angewöhnen. Jetzt testen wir es mal. Weiß ich jetzt selbst nicht, ob das funktioniert, weil ich es lange nicht mal getestet habe. Mal gucken. Jetzt leckt das hier wieder ewig. So, und jetzt mit der Taste runter. Und schon fällt unser Stein runter. Haben wir jetzt diesmal keinen. Aber ich glaube, das Tempo ist noch festgelegt, aber für die neue Version ist geplant, dass man das Tempo des Runterfallens einstellen kann. In diesem Fall war es halt etwas sehr langsam. Ja. Das war jetzt ein weiteres Beispiel. Dann könnten wir noch zeigen. Können wir hier nochmal so einen rundes Dingen machen. Das runde Dingen ist nicht sichtbar und hat, was nehmen wir dann mal, und fällt normalerweise runter. So, dann sagen wir noch hier, damit der aus Versehen nicht, bin ich mir gerade nämlich nicht sicher, lassen wir mal irgendwie auf 6 starten. So, ist nicht sichtbar. So, und jetzt wollen wir, wenn wir, nehmen wir das mal hier vorne.
wenn wir hier Taste runterdrücken, dass die rote Kugel sichtbar wird und dann automatisch runterplumpst. Das haben wir hier mit Show und keinen Namen vergeben. Kugel. Nein, das war nicht das, was ich eben hatte. Show und dann das Objekt. Jetzt kommen wir nämlich zu dieser Benennung. Und zwar ist das Add Enemy. Also wir sagen ihm, dass er den Namen von der Kugel in den Enemies suchen soll, in den Gegnern. Ja, und damit adressieren wir sozusagen diese Kugel jetzt. Bin ich mal selbst gespannt, ob das funktioniert. So, geladen haben wir schon mal. Ja. So. Na. Okay, funktioniert nicht. Gucken wir uns mal an, ob er denn was macht oder ob er überhaupt gar nichts macht. Also er macht was, aber anscheinend nicht das Richtige. Muss ich mal gerade kurz nachgucken, was wir denn ausgewählt haben. Show. Sollte eigentlich das Richtige sein. Kann aber auch sein, dass er am Anfang nicht... dass das am Anfang nicht aktiviert sein darf, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Dass die Kugel dann schon längst runtergeplumpst ist. Aber das macht auch irgendwie keinen Sinn. Gucken wir mal, was passiert. Ah, passiert leider nichts. Das ist schade. Sonst gucke ich mal gerade nach, wie das woanders gelöst ist. Muss ja auch nicht immer alles kennen. Laden wir hier mal das erste Level. Sieht man auch mal, wie sowas aussieht. So. Das Event ist hier unten. Nein, oder auch nicht. Hier. Ah. Okay. Enemy klein. Das hätte ich vorher wissen sollen. Ah, wollte schon sagen, was ist jetzt kaputt? Also, Enemy klein, sollte ich vielleicht mal unabhängig davon machen, aber gut. Laden wir noch mal ins Spiel. Schade. Ah, jetzt. Es hängt ein wenig. Wegen dem schönen Aufnehmen. Laden das nochmal. Damit wir es nochmal sehen können. So, nochmal ein Tee alle. So. Und zack, ist es sichtbar. Ja. Da haben wir jetzt auch noch ein Beispiel für so ein Gegner-Event, wie wir das da gemacht haben. Ich würde sagen, die restlichen Events verlaufen relativ gleich. Man muss halt immer wissen, wie das Event aufgebaut ist. Auch ich sollte das wissen. Ja, das könnt ihr am besten da auf der Webseite an dem Tutorial nachlesen. Ich werde das jetzt gleich nach dem Video einfügen und wo man das alles schön sehen kann und wo es beschrieben ist. Ich glaube ja, ich habe das hier vorne
schon mal unter Data Structures hingeschrieben. Mal in noch einer alten Version, ja. Machen wir nochmal schöner und ausführlicher. Hier bei dem Level Editor. Ja, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Teil.